Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende der dunklen Kampagne. Und ja, beim letzten Mal waren wir in, ich glaube, Lexe war es, gegen das Licht 1 bis 3, oder was, Teufels? Ich meine, es wäre Lexe gewesen. Und ich bin so ein bisschen dann gegen das Licht 3 verzweifelt, aber das habe ich dann ja glücklicherweise hinter mich gebracht. Und wir können uns jetzt wieder der Story widmen. Und die führt uns in die Minen von Ungard. Offensichtlich laut der Karte ein Ort, der außerhalb der Enklave liegt. Also mal schauen, was wir da zu tun haben. Aber das werden wir sicherlich erfahren. So, die Frage ist bloß, welchen Charakter nehme ich? Da habe ich mir noch keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Also ein Nahkampfcharakter wird es wahrscheinlich nicht. Da ich die Schützin so oft genommen habe, werde ich es jetzt einfach mal mit der Zauberin nochmal versuchen. Denn da habe ich irgendwie Lust drauf, also machen wir das doch. So, schwere Rüstung ist okay. Fünf Heiltränke mehr können wir sowieso nicht mitnehmen. Gift durch ist das Beste. Seelenqual, ja, wir haben irgendwie immer noch vier. Na gut, 2450 Gold übrig. Das heißt, ich kann auf jeden Fall nicht die Seelenqual und den Flammenstab zusammennehmen. Will ich denn überhaupt einen zweiten Stab haben? Das ist die gute Frage. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich bleibe bei der Seelenqual und das wär's dann. Und dann. Schauen wir uns doch einfach mal an, was wir jetzt zu tun haben. Ja, die alten Minen. Du dringst tief in die verlassenen Minen vor und hoffst, die Brücke noch vor dem Eintreffen von Zelenheims Soldaten zu erreichen. Unter Umständen plant der Enklavenabschaum einen Gegenangriff. Okay, dann wissen wir jetzt, was uns in diese Mine führt. Unsere Mission in den Minen von Ungard ist, nicht zu verwechseln mit den Minen von Moria, die Brücke zu finden, wo ganz bestimmt kein Balrog auftauchen wird. Tatsächlich nicht, so viel sei schon mal gesagt. Und ich muss die Soldaten abwehren und dann am Ende durch das Portal zu Medessa zurückkehren. Okay, das klingt eigentlich ganz machbar. Ja, schauen wir uns einmal die Rüstung hier nochmal genauer an. Die Schulterplatten schweben in der Luft, fällt mir gerade so auf. Da man kann es ganz gut sehen. Und das ist schon unser erster Gegner, aber den werde ich ganz bestimmt nicht mit einem Dolch entgegentreten. So, was haben wir denn hier? Okay, dieser Schalter betätigt wahrscheinlich den Aufzug, mit dem wir hier runtergekommen sind. Aber wir haben ja hier noch unverrichtete Arbeit, deswegen werden wir den Aufzug auch nicht rufen können. Also ich habe auch keine Option dafür, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir können ja am Ende durch das Portal zu Mordessa zurückkehren. Ist irgendwie schade, dass wir von ihr oh, die können wir schieben. Keine Briefings mehr kriegen. Briefings, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist eine sehr gute Frage. Briefing. Also kein Treffen am Anfang, wo sie uns nochmal sagt, hey, geht da und dahin, macht das und das. Sondern einfach nur die Beschreibung. Wir müssen es selber nachlesen. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, passiert. Zwei Xer an der Decke. Und hier sind die Gleise offensichtlich kaputt. Möchte ich hier erstmal weiter? Ich überlege gerade. Ich weiß, dass das hier, als ich das Enclave damals gespielt habe, ein sehr nerviger Level war. Oh, da schläft jemand. Und ich hier sehr oft gestorben bin. Allerdings habe ich da auch, bin ich irgendwie besser mit den Gegnern klargekommen. Ach, ich habe die Lunte gefunden. Ja, das riecht doch nach einer Bombe, die wir zusammenbauen müssen. Ein hoher Zauberer. Du musst bitte sterben. So schnell es geht. Ich glaube, er ist tot. Oh. Ich hätte vielleicht vorher ein bisschen Mana regenerieren lassen sollen. Wobei der Amboss kann ich hier ganz gut ausweichen. Das ist schön. Das hat sehr gut geklappt. Finde ich gut. Also ich hatte damals sehr viele Probleme hier in diesem Level. Allerdings habe ich halt auch auf schwer gespielt und ich bin hier mit dem Nahkampfcharakter durchgelaufen. Keine Ahnung. Mal schauen, wie es jetzt so wird. Okay. Da scheint es weiter zu gehen. Da möchte ich jetzt deswegen noch nicht runter. Wir gehen erstmal in die andere Richtung und schauen uns an, was wir mit der Lore so für Schabernack anrichten. Ich glaube, der Aufzug kommt gerade runter. Die Winde bewegt sich. Aber von dieser Seite dürfte eigentlich kein Gegner kommen dürfen. What? Und dann auch noch so viele. Ja, ist klar. Schön, dass die anderen beiden einfach auf dem Lift stehen bleiben. Genau, kommt alle nacheinander. Was ist das denn? Ist das ein Feuerstein, um die Lohnsteine anzuzünden? Wir werden es gleich sehen. Ja, das war irgendwie sehr einfach. Ein Feuerstein, jawohl.
Das heißt, wir mussten sowieso nochmal zurück. Interessant. Oh, da oben ist aber auch ganz schön schlechtes Wetter. Naja, ein schönes Wetter, um zu Hause zu sitzen und Videospiele zu spielen. Na gut. Egal. Ich würde sagen, wir schubsen jetzt einfach mal die Lore an. Ach gut, Zwischensequenz. Ich wollte eigentlich noch reinspringen, aber gut. Gucken wir mal. Sehr schön. Das finde ich schon mal gut. Ein Gegner weniger für uns. Und hier wären wir sogar nicht durchgekommen. Das sieht mir nach der Bombe aus. Ist doch erstmal gut, dass wir in die Richtung gehen. Lalalala. So, wir sind doch bestimmt noch mehr Gegner, oder? Irgendwelche Gegner, die Lore nicht erwischt hat. Da soll ich nicht runterfallen. Oh, da ist wieder was in der Wand. Interessant. Ich frage mich, ob man das irgendwie entziffern kann, ob einem das Spiel die Möglichkeit bietet. Auf jeden Fall haben wir da zweimal das gleiche Zeichen in der Mitte. Mysteriös. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Egal. Schauen wir uns mal den Rest der Mine an. Ich bleibe lieber hier, falls da eine Lore runterkommt. Noch eine. Da war zwar keine mehr, aber ich traue dem Spiel das zu. Ich weiß leider nicht mehr genau, was uns alles in diesem Level erwartet hat. Aber so eine Mine, die einfach kommt und mir den Rücken fährt, das wäre doch sehr gemein. Eine schöne Falle. Okay, da oben scheint nichts weiter zu sein. Aha. Stehen wieder irgendwelche Zeichen an der Wand? Interessant. Ich gehe erstmal hier hoch. Noch mehr Zeichen. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier so viel an der Wand rumgekrakelt ist. Aha. Aha. Aha, was ist das denn Schönes? Wie viel gibt er uns? 200. Sehr schön. Ist zwar nicht der erste, den wir der erste Edelstein dieser Art, den wir aufgesammelt haben, aber ich vergesse immer, welcher Wert ist. Ich glaube, das Einzige, was ich mir merken kann, sind die blauen. Ich meine, das wären 50. Aber vielleicht waren es auch nur 25. Ich habe keine Ahnung. So, nun hoffen wir einfach mal, dass keine zweite Lore kommt. Wahrscheinlich auf dem Rückweg oder so. Die Bombe ist nun zusammengesetzt. Oh, das ging irgendwie einfach. Schön auch, dass uns die Mission irgendwie nichts davon erzählt hat, dass wir so eine Bombe zusammenbauen sollen. Aber zumindest ist das die Brücke, die erwähnt wurde. Also vermute ich mal. Ich vermute, wir dürfen die dann in die Luft springen. Ach, in den Zwergeningenieur. Die haben doch keine Chance gegen uns. Ich habe noch kein bisschen Schaden genommen. Aber ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen, weil gleich kommt dann wieder irgendwie so eine Elfenschützin und gibt mir den Headshot des Verderbens. Und ich sterbe dann wieder mit einem einzigen Treffer. Ja, super. Ich meine, ich hätte irgendwen gehört. Na, vielleicht war ich das aber auch nur selbst. Ich glaube, das ist die Zauberin, die Geräusche gemacht hat. Oder auch nicht. Vielleicht war es der Edelmann. Wo die Gegner alle wieder herkommen, spawnen einfach aus dem Nichts. Unglaublich. Aber der Lift ist noch unten. Das heißt, von da erwartet uns erstmal keine Gefahr, wie es aussieht. Finde ich gut. Dann können wir jetzt den Rest des Levels machen. Vielleicht ist das ja mal ein Level, den ich ausnahmsweise wieder relativ flott hinter mich bringe. Das wäre ganz cool. Hätte ich absolut nichts gegen. So, hier oben waren wir ja schon. Deswegen wagen wir mal. Aua. Hey, der erste Schaden, den ich in diesem Level genommen habe. Und der ist nicht von einem Gegner. Und die 19 sind auch vernachlässigbar. Ich frage mich eigentlich, warum... Ich möchte mal eben schauen. Aber ich habe keine Maussteuerung-Menü. Okay. Ich möchte mal eben schauen, ob ich... Schadensanzeige ein. Ja, ich könnte es theoretisch mal ausstellen. Ein, aus. Ist ja eigentlich... Eigentlich ist das ein bisschen sinnlos. Also ich habe es jetzt angelassen. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte das jetzt ausmachen wollen und aus Versehen wieder auf eingestellt. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen sinnlos, dass wir Schadenszahlen kriegen, aber ich irgendwie... keine Ahnung habe, wie viel Lebensenergie ich tatsächlich habe. Ich habe halt nur den Balken. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber ich habe es jetzt angelassen, denn es kann mir schon dann im Eifer des Gefechts helfen, schnell zu sehen, so von wegen, oh Gott, die hat mir viel Schaden gemacht, weil ich weiß, 19 ist nicht viel, aber wenn dann irgendwie so ein Pfeil ankommt und ich mal eben so 200 Schaden nehme, dann weiß ich, dass ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten sollte und möglichst keine Treffer mehr abbekommen. So... Ich schaue mich noch mal ein bisschen hier um.
Nicht, dass ich irgendwo Gold verstecke, wollte ich sagen. Nein, nicht, dass ich irgendwo Gold übersehe. Das wäre äußerst ärgerlich. Eigentlich ist diese Brücke viel zu schade, um sie in die Luft zu sprengen. Das muss bestimmt eine ordentliche Arbeit gewesen sein, die hier zu richten. Vor allem mit den, Säulen, die da nach unten gehen. Tja. Ach, wir sind genau... Ist das hier genau der Riss um die Enklave rum, oder wie? Das heißt, wenn ich mir hier den Verlauf anschaue, dann ist vermutlich das die Enklave. Das würde auch erklären, warum die Leute mit dem Aufzug runtergekommen sind. Dann bin ich wahrscheinlich auch einfach durch ein Portal hierher gelangt, so wie in die anderen Missionen auch. Dann habe ich den Aufzug gar nicht genommen. Oh, das ist schade. So, ich gehe erstmal links lang. Sieht irgendwie vielversprechender aus. Zumindest unkomplizierter, auch wenn hier nichts zu sein scheint. Ja, naja, egal. Aber da hinten sehe ich ein Goldsäckchen. Das nehme ich doch mal direkt mit. Weil hier kann ich irgendwie runter und hier hoch und das ist irgendwie komplizierter. Ich weiß, es ist nicht wirklich viel komplizierter, aber egal, lasst mich. So. Da können wir durch, okay. Vielleicht ist das auch gar keine so schlechte Idee, aber erstmal wird die Zwergenwache hier sterben müssen. Und dann nehmen wir uns mal diesen kleinen Riss hier vor, den Spalt. Und schleichen uns von hinten rein. Vielleicht können wir irgendwie überraschen. Zum Beispiel diese Zwergenwache. Wobei die eher mich überrascht hat. Jawohl. Ein bisschen Gold fehlt uns noch. So 240. Aber ich bin mir sicher, dass ich das auch noch finden werde. Ah, ich sehe dich. Aber ich kann dich von hier aus nicht gut erreichen. Doch jetzt. Oh, es ist eine Elite-Elfenjägerin. Oh. Gott sei Dank ist die schon tot. Und da kommen direkt noch mehr. Nein. Na gut, der Edelmann ist jetzt nicht so schlimm. Vor allem bis der hier ist, habe ich mein Mana wieder regeneriert. Sehr schön. Kommen noch mehr? Na gut, dann erforsche ich erstmal hier diesen Weg, denn ich vermute mal... Ups, sorry, ich komme gerade ein bisschen an das Mikrofonkabel. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gehört. Das erinnert mich so ein bisschen an Riven. Diese ganzen Zeichen hier an der Wand. Tja. Und wie ich vermutet habe, es führt wieder zurück zu der Brücke. Also doch sind wir nicht bei der Brücke, aber das sieht mir sehr danach aus. Jawohl. Und anscheinend ist das nicht die Brücke, die wir in die Luft jagen sollen. Hm. Aber die werden wir garantiert noch finden. Oh, da geht es aber auch ganz schön nach... Wobei, so tief geht es ja gar nicht runter. Aber man könnte schon schön irgendwie da... reinrutschen und dann stecken bleiben. Tja, das war's dann mit der Mission. Und dann kann man entweder konvertieren oder man stirbt einfach. Ja, super. Also, falls denn überhaupt noch jemand vorbeikommt und einen retten will. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo? Da oben. Gut, dass ich die zielsuchenden Schüsse habe und nicht genau zielen muss. Da oben ist doch noch wer, ja? Elfenjäger. Korrekt, hier da oben war wer, aber da ist noch jemand. Hier wären die Distanzpfeile sehr gut angebracht. Okay, den habe ich nicht getroffen. Aber ich sehe ihn auch nicht mehr. Ah, der wird uns wahrscheinlich gleich auf die Nerven gehen. Der Gegner. So, ist hier unten irgendwas? Sieht eigentlich eher nicht so aus. Schade. Oh oh, oh oh. Und da habe ich doch noch jemanden die Treppe runtergehen sehen. War das nicht eine Elfenjägerin? Das klang so männlich. Also ich werde mich hier gleich nochmal in aller Ruhe umschauen. Aber jetzt möchte ich erstmal hier schauen, ob mich noch irgendwo Gegner sind. Ich meine, ich hätte gerade irgendwen gehört. Der entweder einen Pfeil auf die Sehne gelegt hat oder runtergesprungen ist. Hallo. Da. Jawohl, okay. Okay. Moment, ich gehe noch mal eben bis zum Checkpoint hoch. Ein hoher Zauberer. Ist immer sehr gut, wenn die uns noch nicht bemerkt haben. Ich vermute mal, das war der, den ich da an der Klippe gesehen habe. Den ich von unten aber nicht treffen konnte. Ja. Okay, dann aktiviere ich jetzt erstmal den Checkpoint.
dann kann ich wenigstens wieder hier anfangen, muss nicht den gesamten Level nochmal neu machen, wenn ich sterbe. Also zumindest nicht mit euch zusammen. Und dann gehen wir jetzt nochmal ganz nach unten. Oh, 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 da habe ich was entdeckt. Da habe ich was entdeckt. Gut, dass ich von oben nochmal runterkomme, sonst hätte ich das vermutlich übersehen. Und das sieht mir ja nach sehr, sehr viel Gold aus. Das ist auch so ein komischer Pfad, aber da komme ich nicht sinnvoll hin. Da scheint ja auch nichts mehr zu sein, aber ja, direkt mal 150, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir die 600 fast voll. Das ist cool. Und dann ist der Level vermutlich auch nicht mehr so lang. Wie komme ich denn da hinten hin? Ach, von oben. Na gut. Moment, dann hole ich mir den jetzt. Dann kann ich mir den Weg sparen. Kann ich mir das sparen, hier zweimal hoch zu latschen. Von ganz unten. Ja gut, oder ich könnte einfach wieder hier hoch. Oh, da ist noch ein Goldsack. Ach, so viel Loot. Das fühlt sich echt super an, das alles einzusammeln. Also nicht, dass ich das noch großartig bräuchte, denn ich habe schon die beste Rüstung ausgerüstet und den besten Dolch und den Zauberstab, den ich am liebsten mag. Wirklich viel Sinn ergibt es nicht mehr, außer wenn ich jetzt so einen Bombardier nehme und die ganzen Bomben mitnehmen möchte oder so, dann brauche ich das Gold natürlich noch, aber an sich haben wir genug. Aber ich möchte natürlich das hier auch wieder auf 100% durchspielen, so wie die Lichtkampagne. Deswegen nehmen wir einfach mal alles mit. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der meine Videos guckt. So. Okay, da scheint es nichts mehr zu geben. Ich habe mich schön durch das Holz durchgeglitscht. Und da ist sowieso nichts drunter. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. So, aber ich habe hier garantiert auch nichts übersehen, oder? Hoffen wir es einfach mal. Ich musste optimistisch sein. Aber ich glaube, der rote Edelstein war der am härtesten versteckte. Ich meine, der weiße hat zwar mehr gebracht, aber ich fand, der war jetzt nicht so besonders gut versteckt. Das kann ich doch bestimmt wieder schieben, oder? In die Richtung. Ah, da kam das Explosivfässchen rein. Okay. Dann ist das vielleicht doch die andere Brücke, die Brücke, über die wir drüber gegangen sind, die wir zerstören. Bloß halt aus der Ferne. Dann schaue ich mir aber erstmal an, was wir hier noch so haben. Denn ich brauche ja den Schlüssel, um weiterzukommen. Zwergenwache. Ach, da unten. Überhaupt nicht gesehen. Aber ich vermute, den Schlüssel, um weiterzukommen, bekomme ich erst, wenn die Brücke kaputt ist. Ja, schaut euch das an. Ah, aber hier ist immerhin noch ein Goldsäckchen. Schaut euch das an. Das wird die Brücke wohl ein bisschen zerstören oder zumindest stark beschädigen, wenn die Lore hier mit der Bombe runterfällt. Na gut, dann würde ich sagen, setzen wir das Ganze mal in Betrieb. Und schauen, wo wir dann den Schlüssel herbekommen. So, Bombe vorsichtig reinlegen und anzünden. Oder einfach erstmal einen Heiltrank trinken. Genau, warum denn nicht? Ich habe ja genug. Ah, so schöne Funken. Okay, ich wollte gerade sagen, man sieht die Bombe gar nicht, aber doch, sie sitzt drin. Oder liegt drin, wie auch immer. Kablam! Ach, wir hätten uns mehr beeilen sollen. Jetzt sind die ganzen Leute da noch unterwegs zu uns. Oh, oh. Ja genau, rennt ihr mal. Rennt ihr einfach zu mir und schlachtet mich ab, bevor ich irgendwas tun kann. Oh, oh. Das finde ich nicht gut. Es waren noch bestimmt 5 oder 6 Leute. Und direkt erstmal eine Elite-Elfenjägerin. Ja genau. Okay, ich glaube, ich habe sie erwischt. Boah, schaut euch das mal an. Es sind 1... Ich glaube, 5 Leute sind das noch. Uiuiui. Okay, Moment, das muss ich anders angehen. Wenn der erstmal hier hochkommt, ich laufe dir mal entgegen. Denn hier bin ich nicht so den Pfeilen ausgesetzt. Und vor allem, wie er einfach da stehen bleibt. Was soll denn das? Eigentlich will ich nicht von der Treppe hier weggehen. Beziehungsweise von der Rampe. Aber ich vermute mal, anders kann ich die nicht treffen. Ich werde wohl runtergehen müssen. Da oben bin ich nämlich viel zu sehr den Pfeilen ausgesetzt. So.
Erstmal Mana regenerieren lassen. Hallo? Ich weiß, dass ihr da seid. Au! Das tut weh, verdammt. Ja, schön, dass du ja schreist, aber... Ah, okay. Die hat es leider nicht so ganz erwischt. Aber das lässt sich ändern. Oh, 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 oh. Jawohl. So, war's das? Oder sind da noch mehr? Ich meine, irgendwer muss ja noch den Schlüssel haben. Na, okay. Noch jemand da, der sich hier versteckt hat und vielleicht noch ein Goldsäckchen bei sich trägt? Das traue ich dem Spiel durchaus zu. Wahrscheinlich läuft er jetzt hier im Kreis und ich laufe ihm genau nach, sodass wir uns nicht treffen werden. Tja, da ist die Brücke kaputt, aber irgendwie... Also ich würde sagen, da kann man... Also ich kann da noch rüberspringen. Ich werde es jetzt nicht machen, weil dann werde ich garantiert in den Abgrund fallen, weil ich mich irgendwie verschätze, aber... Theoretisch kann, ist das so breit, dass man da einfach eine Leiter drüber legen könnte oder mehrere und dann kann man trotzdem noch rüber, also... Wirklich, wirklich viel hat es jetzt nicht ausgemacht, finde ich. Naja, egal. Für das Spiel reicht es aus. Das soll mir auch genügen. So, ist hier noch jemand? Hallöchen. Hallo, hallo. Okay, ich gehe jetzt nochmal in die andere Richtung drumherum, falls da noch irgendein Gegner lauert, der halt hier so im Kreis marschiert. Ah, scheint aber nicht der Fall zu sein. Na gut, aber better safe than sorry. Boah. Heute kann ich kein Englisch, aber das ist okay. Ich sollte sowieso auf Deutsch reden. Aber es gibt halt manchmal so Ausdrücke und vor allem ich, der halt eigentlich privat alles auf Englisch spielt, bis auf einige Ausnahmen, sowas wie Gothic zum Beispiel. Wenn ich das privat spiele oder gespielt habe, spiele ich das auf Deutsch, weil es halt ein deutsches Spiel ist. Oder Albion. Aber normalerweise spiele ich halt gerne im Originalton, soweit ich den verstehe. Oder in der Originalsprache. Und das ist halt bei den meisten Spielen einfach Englisch. Und schau dann auch meine Filme auf Englisch und dann bleiben halt so manche Phrasen einfach... Jetzt habe ich schon wieder aus Versehen einen Heiltrank getrunken. Rechte Maustaste, nicht F. So. Na, für die Mäuse. Und die solche Phrasen wie halt better safe than sorry, die sind dann einfach irgendwie... Jetzt sind ja auch noch Werwölfe, ich glaub's nicht. Die sind dann einfach irgendwie so im aktiven Wortschatz drin. Und es gibt garantiert irgendwelche vernünftigen deutschen Übersetzungen dafür, aber die fallen mir dann so nicht ein. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch das Problem oder ein ähnliches mit anderen Sprachen. Es ist mir hier ehrlich gesagt zu dunkel. Hätte ich doch noch einen Stab mitnehmen sollen, der ein bisschen Licht schafft. Und vor allem fehlt es auch mal noch Gold. Das würde ich gerne haben. Na, vielleicht hat ja einer der Werwölfe noch was Schickes dabei. Aber eigentlich sind wir fast am Levelende, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Was ist das? Also ich weiß es natürlich, aber ihr wahrscheinlich noch nicht. Ein großer Obelisk und da ist Modessas Portal. Tja. Und der Obelisk geht auf. Interessant. Fun Fact, ich habe es mal geschafft, mich hier festzustacken. Wieder so ein Denglisch, festzustacken. Ich bin, zu stacken, ja, das ist jetzt wirklich Denglisch. Ich bin hier rüber gesprungen und bin dann zwischen Obelisk und der Felsmauer stecken geblieben und kam nicht mehr weg und durfte dann so nah am Levelausgang den ganzen Level nochmal neu starten, einfach weil ich nicht weiterkam, weil ich da nicht mehr rausgekommen bin. War echt super, habe ich mich richtig drüber gefreut. Okay. Das löst wohl das Rätsel des verbleibenden Goldes, denn der hier ist 50 wert. Hatte ich recht, nicht 25. Und da hinten ist ja noch das letzte Goldsäckchen, deswegen... Nehmen wir das einfach mit. Tja. Aber was hat es jetzt mit diesem Obelisken auf sich? Oh, der Mond ist schön. Nur ein bisschen in die Breite gezogen, weil wir im Breitbild spielen, aber naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde, das fällt einem oft auf bei solchen Spielen. Also so Spiele, die um die Zeit aufkamen, als so langsam Breitbild auch in Mode kam.
Weil das gab es ja noch nicht immer für die jüngeren Zuschauer unter meinen Zuschauern. Ich weiß gar nicht, ob es da welche gibt. Und ich habe so mal das Gefühl, die 3D-Modelle, wie zum Beispiel oben auch die rotierende Münze und so, die sind dann tatsächlich in der richtigen, im richtigen Aspect Ratio, also im richtigen Verhältnis, im richtigen Breitenverhältnis und Höhenverhältnis. Also das, die Münze ist halt tatsächlich ein Kreis, aber so 2D-Sprites, wie zum Beispiel der Mond, die werden dann in die Breite gezogen. Keine Ahnung, ob das für ein technisches Problem dann dahinter steckt, aber naja. So. Tja. Was machen wir jetzt? Ich weiß tatsächlich, was wir machen müssen, deswegen nehme ich erstmal die andere Option und wir werden erstmal, wie die Mission es von uns verlangt, das Portal zum Odessa betreten und schauen einfach mal, was passiert. Nun, da ich den mächtigen Vatar an meiner Seite habe. Jetzt müsst ihr sterben. Ja, sehr nett, ne? Und da sind wir Game Over. Mission gescheitert. Toll, ne? Das heißt, wir gehen in das Portal von Mordessa und die bringt uns einfach um. Das finde ich super vom Spiel. Finde ich auch super von Mordessa. Und was wir hätten tun sollen, ist natürlich in den Obelisken gehen. Und deswegen darf ich die ganze Mission jetzt nochmal machen. Yay. Tja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim Obelisken nochmal, um das richtige Ende dieser Mission zu sehen. So, ja, da sind wir wieder. Ich habe mal eben den Level nochmal komplett gespielt. War eigentlich nicht besonders schwer, sogar relativ angenehm eigentlich. Und ich muss natürlich alle Münzen wieder sammeln, weil war halt so. Aber waren jetzt nicht besonders schwer versteckt, da ich den Level gerade eben sowieso schon mal gespielt habe und alles gefunden habe. Wirklich kein Problem. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal einfach in den Obelisken rein und pfeifen auf das Portal von Mordessa. Tja, Mission geschafft. 600 neue Goldstücke wurden hinzugefügt und unter den Haufen von Erz finden wir nochmal 600 Goldstücke als Belohnung. Neue Mission Mordessa. Und zwar auf der Insel Ur-Anon. Aha, interessant. Kommt jetzt noch eine Sequenz? Ja. Tja, das war wohl ein Portal. What is more glorious than serving the great demon Vatar himself? Not even the mistress Mordessa could rival the offered power and prestige that would come from being chosen personally by his eminence. Their rewards would be immeasurable if they helped free him from her trap. And the punishment, if they did not, would surely make death pale in comparison. Demonstrating his immense power, Vatar effortlessly summoned a portal which would take them to Ur-Anon Island, Mordessa's personal lair. Icy winds howled from the ocean and whistled over the small island, barren and lifeless. The only evidence of inhabitants was the crude structure perched threateningly upon the hilltop. Here they would forsake their mistress for a new master. Death and worse lurked ominously within every surrounding shadow. So, jetzt kann ich reden. Tja, das war dann wohl ein Portal von Vatar, wie wir jetzt festgestellt haben. Und tja, da Mordessa uns sowieso getötet hätte, drehen wir den Spieß jetzt einfach mal um und statten ihr einen kleinen Besuch ab. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was uns auf der Insel Ur-Anon erwartet. Aber das werden wir dann ja in der nächsten Folge sehen und ich hoffe, es hat euch gefallen bisher.
in dieser Folge. Ja, ich muss sagen, die Stimme, die sie Vatar gegeben haben, also das war ja keine richtige Sprache, das war ja mehr so ein Gegrunze. Aber es erinnerte mich ein wenig an den Hüter der Höhle der Träume aus Rayman 2. Da, wo man im Sumpf dann hin muss, um, ich glaube, Medizin rauszuholen. So war das schon ewig her, dass ich Rayman 2 gespielt habe. Großartiges Spiel, aber... Und naja, an denen hat mich die Stimme so ein bisschen erinnert. Tja, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal auf der Insel Ur-Anon. Ich wünschte, ich könnte das ich könnte das besser rollen. Naja, egal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.